Heute schauen wir uns zusammen das Spiel Schweden gegen Brasilien, das WM-Finale von 1958 an. Gastkommentator ist Olivier Gaes, Autor des Buchs Lob des Dribbelns. Und ich wünsche Ihnen dabei ganz viel Vergnügen. Ja, es ist der Anfang einer Zeitwende für Fußball. Brasilien war, wie zu sagen, an der Zeit, hatte noch nie etwas gewonnen, ich meine auf der Weltbühne. Und das Schatten von der Final 1950 bei dem Maracana war noch sehr, sehr stark, sehr groß. Und die Brasilianer hatten eine riesige Angst, wieder eine Final zu verlieren. Und 8 Jahre vorher war es war ein riesiges Trauma in Brasilien. Und es hatte nicht nur mit Fußball zu tun, aber wirklich mit der Identität von Brasilien. Brasilien hatte riesige Komplex und erwartete etwas, damit die Welt wirklich das Land entdeckt. Und natürlich war Fußball schon groß, schon sehr wichtig. Und die Niederlage gegen Uruguay war wirklich eine Schande für Brasilien. Leute haben sich umgebracht. Es war eine Krise. Die Zeitungen haben von einer Identitätskrise gesprochen, dass Brasilien immer verliert und dass Brasilien seine Versprechen nie respektiert. Und deshalb war diese WM in Schweden mit dieser neuen Generation von Spielern extrem, extrem wichtig. Und obwohl die Brasilianer war wirklich die Favoriten für diese Finale, am Ende die Psychologie der Spieler war eine offene Frage vor der Finale. Deshalb ist das ist ein sehr wichtiges Spiel für Brasilien und es ist auch ein sehr wichtiges Spiel für den Fußball. Mhm. Ab dieser Zeit, nach dem Sieg, wird Brasilien immer mit Fußball assoziiert. Es ist wirklich eine neue Zeit für den Weltfußball mit dieser Finale. Und es wird ein sehr dramatisches Finale, weil jetzt haben wir dann gleich der erste Knall eigentlich. Wir werden jetzt dann gleich das erste Highlight dieses Spiels sehen, das so gar nicht nach dem Wunsch der Brasilianer beginnt. Genau. Und noch etwas über diese Maracanaza, die Niederlage gegen Uruguay. An der Zeit, Brasilien hat immer im Weiß gespielt und sie wollten alles etwas verändern, ganz alles. Und dann haben sie entschieden, im Gelb oder im Blau zu spielen, wegen dieser Niederlage gegen der Uruguay. So, es war wirklich eine riesige, riesige, riesige Trauma für die Brasilianer. Genau, genau. Und der Trainer der Schweden hat gesagt, wenn wir hier 1-0 in Führung gehen, dann werden die Brasilianer in Panik geraten. Genau, diese Psychologie, von der wir schon ein bisschen geredet haben. Hier haben wir das erste Dribbling von Garrincha, da werden wir noch ganz viele sehen. Ja. Aber es ist lustig, ich finde das Spiel relativ schnell im Vergleich. Ich habe die Finale ich habe keine Ahnung, du hast gesagt 3 Spiele, das ist der erste Spiel, die 2 andere, welche sind sie? Wir werden noch, in dieser Reihe werden wir noch Deutschland, Holland 1974 schauen und die Schweiz gegen Estland 1993. Okay. Das werden die anderen beiden historischen Matches sein. Okay. Weil zum Beispiel, ich habe sehr, sehr oft, ich habe viel mehr. Ach, jetzt glaube ich, jetzt passiert dann was, glaube ich, ganz gut. So, jetzt gibt es diesen Pass auf Lindholm, auch eine Art Dribbling. Genau. Und da haben wir das 1-0, jetzt haben wir genau das,
Das ist ein Das fantastisches ist Tor. ja, etwas ungelenk, aber doch technisch versiert, oder? Einer der italienischen Legionäre der Schweden. Genau. Ja, viel, er war bei AC Mailand, oder? Genau, Glaub, ja. ja, war ein Und Topspieler. jetzt eben, wir haben dieses Wunschszenario der Schweden eigentlich gar Genau. nicht, oder? Angeblich, aber es kommt dann ein bisschen anders, wie wir ja bereits wissen. Ja, was ich sagen wollte, dass das Spiel relativ schnell. Ich habe die Finale von 1970 vielmal geguckt und das war schon langsam. Dieses Spiel finde ich relativ schnell. Aber Ja. was zu sagen, wie die Brasilianer haben sich vorbereitet, weil sie wussten, dass sie waren top Fußballspieler, aber mit der Psychologie. Und die brasilianische Föderation hatte sich alles gemacht, damit die Spieler in eine gute Psychologie in Schweden ankommen. Deshalb für das erste Mal gab es einen Psychologen mit der Mannschaft und sie haben alles gut vorbereitet. Das war das erste Mal in der Geschichte der WM. Wobei der Psychologe hat ja ein bisschen eine seltsame Rolle gespielt. Er hatte gesagt, Pelé ist noch zu jung und Garrincha ist Was? einfach ein bisschen zu beschränkt, oder? Das waren ja seine beiden großen Tipps und Aber zum Glück für die Brasilianer hat da der ich Trainer meine, nicht auf ihn gehört, ja. Pelé war noch eine Junge, er war 17 Jahre alt, das ist Ja. noch fast ein Kind. Und Garrincha, wir wissen alle, war auch ein anderer Typ von Kind. Und die brasilianische Mannschaft, die Föderation, hatte auch alles vorbereitet, damit es gibt keine Frauen im Hotel, damit die Spieler nur an Fußball denken. Und es hat funktioniert. Und du hast das Buch gelesen. Du weißt, dass ein Jahr später war Garrincha mit Botafogo in Schweden zurück. Und Genau, es ja. hat dieselbe Vorbereitung und 9 Monate später hatte Garrincha wieder ein Kind von einer schwedischen Frau. Und das war Garrincha war gefährlich. Let's put it this way. Und er hatte jetzt auch Enkel in Schweden, also ein schwedischer Juniorenfußballer, Genau. ein Enkel von Genau. Garrincha. Also die Qualitäten wurden da weitergegeben. Genau. Fußballplatz. Ja, jetzt sieht es eigentlich recht gut aus für die Schweden. Auch die Brasilianer spielen ja eigentlich recht rustikal, hohe Bälle. Also Ja. es ist ja nicht nur Dribbling, was wir hier sehen. Nee, das ist nicht der Joga Bonito, das wir kennen, das wir traumen. Was war eigentlich deine Motivation, ein Buch über das Dribbeln zu schreiben? Die Motivation, so ich habe das Buch vor 9 Jahren vorbereitet geschrieben, sondern das war vor der WM in Brasilien. Und ich wollte etwas originell über brasilianisches Fußball zu schreiben und ich wollte vor allem meine Vision von Fußball ein bisschen zu erklären. Ich meine, ich habe immer Fußball gemocht, sehr viel Fußball gespielt, das ist auch gelesen. Und ich habe vor allem sehr, sehr viel mit Fußball gelernt. Ich meine, als Kind habe ich die Geografie von Europa und von Südamerika. Ach, das ist der Also erste. 1:1, Genau. genau, Rama. Genau. Ich habe sehr viel gelernt, Geografie und Geschichte. Und ich habe auch viele Leute kennengelernt. Und es ist wirklich ein fantastisches Esperanto, das Fußball. Ich bin immer sehr viel gereist. Und deshalb ich suchte eine Geschichte über Brasilien, natürlich über Fußball, aber auch über die Geschichte von Brasilien. Und dann bin ich nach Rio gegangen, 5, 6 Wochen. Und ich habe am Anfang war ich am Strand und ich habe warst du schon in Rio? Nein, ich war nie dort, nein.
Ich meine, am Strand spielen alle Generationen und sie spielen extrem gut. Technik, unglaublich. Und ich habe mich gefragt, woher kommt diese Technik? Warum, wenn wir an brasilianische Fußball denken, denken wir an diese fantastische Dribbler von Garrincha bis Neymar, von Pelé bis Ronaldinho. Und es gibt 10, 100 von fantastischen Spielern. Zum Beispiel hier. Wow. Wow. Okay, das war Pelé. Das war Genau. der erste Punkt von Pelé. Und so ist die Idee gekommen. Und dann habe ich Leute getroffen, ich meine Intellektuellen, es gibt ein paar in dem Buch, haben wirklich über diese Geschichte gedacht. Und ich finde es fantastisch, dass mit ein paar Dribbling kann man fast die ganze Geschichte von Brasilien im 20. Jahrhundert schreiben. Jawohl, okay. Und du würdest sagen, diese Art von Dribbling, die kann nur aus Brasilien kommen. Also ein Zinedine Zidane, der dir natürlich auch wohl vertraut ist und auch ein guter Dribbler war. Das ist eine ganz andere Art von Technik und von Dribbling. Ich würde nicht so sagen, ich meine, es gab immer sehr gut Dribbler und es ist nicht nur Brasilianer, aber der große Unterschied mit Brasilien, dass es gibt eine lange Geschichte hinter dieser Dribbling. Das hat mit Sklaverei zu tun und mit der brasilianischen Gesellschaft und die Geschichte der Schwarzen, die Geschichte der Mulatten in Brasilien. Und Zidane oder Maradona sind fantastische Dribbler und es gibt noch hundert von Dribbler, weil es ist naturell, im Fußball zu dribbeln. Es ist ein Teil des Spieles. Aber es ist nicht dieselbe Geschichte dahinter. Und das stimmt auch, dass die Brasilianer haben ein paar Bewegungen, die typisch Brasilianer sind. Und diese Bewegungen haben auch eine sehr besondere Beziehung zu der Geschichte. Eine kurze Werbung. Genau. Muss man auch ausblenden. Du hast es auf einer italienischen Website gefunden. Ja, es gibt mehrere Aufnahmen. Das ist, glaube ich, die beste. Du weißt, ich lebe in Italien. Ich lebe in Rom. Okay. Und so ist diese Geschichte über Brasilien gekommen. Ja. Wir sehen noch einige Spezialitäten des brasilianischen Dribblings. Beispielsweise schon bald eine Tunnelaktion. Ein Ovinho, wie man das ja auch nennt, so wie ich das im letzten Genau, Buch genau. gelesen habe. Ein kleines Ei. Genau. Und was ist auch interessant mit dieser Dribbler, ihre Personalität ist immer ein bisschen dieselbe. Sie spielen nicht nur mit der Ball, sie spielen mit dem Leben durchgehen. Sie sind immer fast aus, wie zu sagen, sie spielen mit dem Gesetz auch. Für alles, mit Fußball, mit Frauen, mit Alkohol, es ist eine sehr besondere Psychologie, die Psychologie des Dribblers. Hier, die Schweden haben nochmals Glück. Es ist immer noch 1-1, aber jetzt kippt das Spiel so langsam, oder? Ja, die Maschine hat angefangen. Es war ja auch so, dass der schwedische Trainer sich eigentlich sehr schlecht eingestellt hat auf diese Partie. Also er kannte das System der Brasilianer gar nicht richtig und er hat eigentlich seine Verteidigung maßlos überfordert, oder? Also es gibt den einen Außenverteidiger in Axborn, der Garrincha eigentlich decken sollte, aber der ist von Anfang an überfordert und der wird ja eigentlich noch und nöcher überlaufen da. Aber es gibt keine Anpassung. Das zeigt ja auch eigentlich, wie starr damals die Taktik auch war, bis einer gewissen Weise, dass man da nicht adaptiert und sagt, jemand müsste ihm helfen oder jemand anderen müsste da einspringen. Dieser arme Axborn hat dann einfach 90 Minuten hinterhergeschaut, oder? Das stimmt, ja. Controla. De pronto na meia-lua. Devolve a Zito pela
Und die Schweden haben sich ja auch selber eigentlich gehandicapt, indem sie nur vier ihrer Profis haben spielen lassen. Die hätten ja noch weitere Spieler gehabt, aber sie wollten Spieler aus der schwedischen Liga in der Mannschaft haben und haben sich da eigentlich selber geschwächt auch. Ja, das war so in der Zeit. Die WM war nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger danach. Aber es ist auch interessant, dass diese WM war auch eine der ersten, vielleicht die erste im Fernsehen. Es hat auch eine riesige Rolle gespielt in der Psychologie des Fußballs. Brasilien ist geboren des Fernsehens. Es hat einen riesigen Impact natürlich gehabt. Aber die große, für mich, die Finale in 70 war noch wichtiger, weil es war wirklich die erste in Mondiovision. Und viele Leute haben sich erinnert. Aber die 70er Finale ist die Ende dieser Ära von Brasilien, von Pelé natürlich. Ja, ist die Beziehung zwischen dieser Mannschaft und die Mannschaft von 1970. Pelé ist eigentlich eine viel entrücktere Figur als Garrincha, oder? Er ist ja eigentlich fast so eine Art, eine Überfigur, auch von der man großen Respekt auch Genau. gehabt hat. Ja. Pelé ist der erste richtige Fußballprofi der Geschichte. Nein, ich meine nicht nur Profi, aber auch mit Werbung und Marketing und auch eine globale Idole. Aber es hat auch mit Fernsehen zu tun, natürlich. Die Leute in den 30er Jahren und dann vielleicht ein bisschen im Kino Fußball angucken, aber sonst natürlich im Radio natürlich, aber es waren nicht so, sie waren nicht Public Figures wie, und es hat wirklich mit Pelé angefangen. Aber er war extrem, extrem besonders, er war stark in alle Bereiche. Es war unglaublich. Extrem athletisch, sehr schnell, extrem intelligent, klug. Er war fast das Gegenteil von Garrincha. Garrincha ist immer ein Kind geblieben, er wollte nur mit der Ball spielen und hatte schon an alles gedacht. Sein Leben, seine Karriere, sein Geld, alles. Garrincha ist ein Romantikfigur. Und Pelé ist schon extrem, extrem, extrem rationell. Aber wie ich in dem Buch geschrieben habe, zusammen hat Brasilien nie verloren mit Garrincha und Pelé. Stimmt es eigentlich, dass Garrincha nach diesem Spiel gefragt habe, wann das Rückspiel stattfinde? Ich habe es gelesen und Leute in Brasilien haben es auch mir gesagt. Deshalb, ja, er war fast dumm, ehrlich gesagt, Garrincha. Er ist eine interessante Figur, aber ein fantastischer Spieler, sehr, sehr lustig anzugucken, wirklich ein Künstler. Aber sonst, und er war auch extrem unglücklich in seinem Privatleben. Ah, der Tunnel. Ja, genau. Genau. Das erste Ovinio. Von Didi war das. Jawohl. Garrincha ist aber auch ein interessanter Fall, wenn man von Spielintelligenz spricht, weil die hat er zweifelsohne. Er sieht auch die Mitspieler. Aber das ist einfach eine andere Art von Intelligenz, Genau. als man auf der Schulbank braucht oder so. Genau. Gibt es heute eigentlich noch diese spezifischen Eigenarten des Spiels oder ist das alles globalisiert und man nimmt einfach das, was man gerne braucht in seiner Mannschaft? Es ist natürlich alles globalisiert. Die südamerikanischen Spieler spielen in Europa, weil die Vereine sind viel reicher als in Südamerika. Aber
Was war lustig an der Zeit und interessant, dass die vor der WM, die Mannschaften hatten fast keine Ahnung, wie die andere, wer war der andere Spieler und wie diese Mannschaft haben gespielt. Jetzt, man weiß alles über alles, aber natürlich, Gott sei Dank, es bleibt noch über ein paar Überraschungen. Es gibt noch Spieler, die mit der Bahn etwas anders machen können. Aber sonst alles globalisiert und alles topfit. Und Fußball ist eine riesige Industrie geworden, zu riesig. Und deshalb, es gibt keinen Raum für Überraschung oder zum Spaß zu haben für den Spieler. Sie müssen wirklich gewinnen. Fußball ist nicht nur eine Industrie, aber es hat mit Politik, mit Macht, mit natürlich mit Finanz, mit Marketing, mit allem zu tun. Deshalb ist es ein ganz anderer, es ist kein Spiel mehr. Es ist fast kein Sport mehr. Es ist vor allem eine riesige Entertainment-Industrie geworden. Und für mich, ich denke, Fußball ist zu groß geworden. Das ist ein bisschen leider. Also hier sehen wir eigentlich noch so die romantische Ära des Fußballs, deiner Ansicht nach. Ja. Also ich war Fußballspieler. Und das war auch okay. Ich meine, wenn ich denn nicht gesehen habe, wie viel Mbappé kriegt, ich finde es nicht normal. Es ist eine Schande, ehrlich gesagt. Obwohl er ist sehr besonders, aber es ist viel zu viel. Was bei diesem Spiel auch auffällt, es ist eigentlich ein sehr faires Spiel. Also es gab ja das Halbfinale zwischen Deutschland und Schweden, das ja eigentlich als sehr brutale Partie in die Fußballgeschichte eingegangen ist. Aber von dem ist hier jetzt keine Spur. Es ist eigentlich eine fast sehr faire Partie. Total. Absolut. Hat es auch mit dem Respekt der Schweden vielleicht zu tun, dass man vielleicht bereits jetzt zu diesem Zeitpunkt gemerkt hat, dass man unterlegen ist oder dass die anderen einfach wirklich technisch so viel weiter sind? Ich glaube, es hat auch mit der Philosophie des brasilianischen Fußballs an der Zeit. Es war zu spielen, nicht zu. Und wir kommen zurück zu dieser Geschichte des Dribbles. Keinen Kontakt zu haben. Nur mit dem Ball sich zu kümmern. Das ist ganz, ganz anders. Und, aber in Europa, vor allem nach dem Krieg, war Fußball auch wie ein Krieg zwischen ein paar Ländern. Nicht so viel zwischen Schweden und Deutschland. Aber zum Beispiel, ich erinnere mich, die Spiele zwischen England und Deutschland oder Holland gegen Deutschland in der Art. Das war Wahnsinn. Und Frankreich natürlich gegen Deutschland oder Italien gegen Deutschland. Es hat immer mit Deutschland zu tun, natürlich. Aber es gab auch in der WM 82, mein erster WM, Polen gegen die UdSSR. Das war auch sehr besonders. Das war auch wie ein Krieg, natürlich. Und ja, zwischen Schweden und Brasilien, das war exotisch für die Brasilianer, aber auch für die Schweden. Aber es ist auch lustig, wenn man anguckt, die Bilder, wie groß sind die Schweden und wie klein sind die Brasilianer. Es ist wirklich zwei Welten, die sich fast für das erste Mal sich treffen. Heute es ist es eine riesige Mischung von allem, von Leuten, von Ethnie, von Völker, von alles. An der Zeit ist wirklich, es bleibt ja zwei Nationen, die an der Zeit absolut nicht zusammen haben zu tun. Und es ist auch lustig, wie ihr Fußball diese repräsentiert, diese sehr verschiedenen Nationen am Ende, eins von Nordeuropa und der andere von Südamerika. Ja, die Schweden, die spielen schon ziemlich hölzern, das kann man schon sagen. Ja. Genau.
Wobei es gab eine Figur, das war eigentlich wie das schwedische Pendant, das war Skoglund. Das war eigentlich ein Außenstürmer, der auch eigentlich für seine Dribblings bekannt war, aber in diesem Spiel eigentlich untergegangen ist, aber auch eine sehr lebenslustige Figur. Man hat gesagt, dass er jeweils, also er hat auch in Italien gespielt, an der Eckfahne eine kleine Flasche mit Alkohol deponiert hätte und dann kurz vor dem Abstoß oder vom Eckball noch einen Schluck zu nehmen. Also auch so eine Figur, die heute komplett undenkbar ist. Und die aber auch eigentlich ein bisschen für Ärger gesorgt hat bei den Schweden, weil man gesagt hat, er war eigentlich komplett wirkungslos und man hätte besser noch einen Verteidiger ins Spiel gebracht, statt diesen Außenstürmer, oder? Aber eben, es passiert eigentlich nichts, man behält einfach seine Taktik bei, die man am Anfang ausgewählt hat, oder? Genau. Jetzt haben wir gleich wieder eine Werbeunterbrechung. Ein anderer großer Dribbler, den du ja auch erwähnst, ist Maradona. Aber etwas, was mich schon fasziniert, ist ja, dass es eigentlich im südamerikanischen Fußball auch sehr unterschiedliche Arten der Spielphilosophie gibt. Also eine eher rustikalere seitens der Argentinier und der Uruguayer. Dann eben mehr dieses Dribbling-fokussierte Spiel der Brasilianer. Wie kommt das eigentlich? Also warum haben diese Länder doch sehr relativ unterschiedliche Spielkulturen ausgebildet? Genau. Aber es ist nicht dieselbe Kultur. Ich meine, die afrikanische Kultur in Brasilien natürlich ist viel, viel, viel größer als in Uruguay. Und diese Capoeira-Erbe, das du auch in der Samba finden kannst, hat natürlich nicht Uruguay oder Argentinien. Das macht einen großen Unterschied. Aber sonst die Idee des Malandro, davon ich erzähle in dem Buch, soziale Dribbler. Es ist dieselbe Geschichte mit der Compadre in der argentinischen, in Buenos Aires vor allem. Das ist arme Leute, arme junge Leute, die auf der Straße spielen und so sie müssen neue Tricks entdecken, nicht nur mit anderen Spielern zu spielen, aber auch alles auf der Straße. So die Technik muss absolut perfekt sein. Und man kann es natürlich in Maradona auch finden. In Favela oder in arme Viertel, in der Villa Miseria. Aus Buenos Aires, es ist dieselbe Philosophie. Man muss Tricks finden, damit zu überleben. Im Leben durchgehen oder auch im Fußball. Das ist dieselbe Philosophie, aber mit einer anderen Erbe. Und der Schwede beispielsweise, der kommt einfach auch ohne Tricks durchs Leben. Also er ist nicht Nicht darauf dieselbe. angewiesen, er hat ein einfacheres Leben und er kommt dann auch nicht ins Dribbeln in dem Sinne. Einfaches Leben würde ich weiß nicht, aber natürlich, Einfacheres, ja. genau, es ist ganz anders in Rio, in der 50er Jahre groß zu werden als in Stockholm wahrscheinlich. Man nimmt kein Risiko, mit solchen Dingen zu sagen. Ich habe ja im Vorfeld dieses Spiels auch noch gemailt mit Arne Norin, das ist ein schwedischer Sachbuchautor, eigentlich so der beste Kenner dieser WM. Und er hat gesagt, die Schweden haben eigentlich eine große
Chance verpasst. Also sie haben nach dem Zweiten Weltkrieg waren halt die großen europäischen Fußballnationen angeschlagen, dezimiert, und die Schweden hatten dann eigentlich ein Hoch. Sie hatten sehr viele Spieler im Ausland und sie hätten auch die WM 54 beispielsweise schon gewinnen können, wenn sie eben nicht auf die Amateure gesetzt hätten. Aber weil die Funktionäre eben so diesen Amateurstatus so hoch gewichtet haben, hätte man dann eigentlich fast eine goldene Ära verpasst, oder, seitens der Schweden. Also, das ist interessant, das wusste ich nicht. Aber ja, klar, Schweden war nicht Teil von dem Krieg und das war eine Möglichkeit, aber auch wahrscheinlich für die Schweiz, oder? Ja, die Schweiz war 1954 eigentlich ziemlich gut, aber für diese WM haben sie sich ja nicht qualifiziert. 58 aber waren sie nicht dabei. 54. Genau. Und auch die Franzosen hatten eine große Zeit. Ist das eigentlich auch ein Thema, also diese Mannschaft der Franzosen von 1958, spricht man über die in Frankreich? Ist die ein Begriff? Es hat immer mit Just Fontaine zu tun. Er genau, bleibt Torschützer von der WM und er wird wahrscheinlich für immer so bleiben. Es war die erste große französische Mannschaft. Und Frankreich hat bis 1982 gewartet, eine große Mannschaft zu haben. Das war fast eine Ausnahme. Die Franzosen waren nicht so gut mit Fußball bis 80er Jahre. Wenn du das Spiel jetzt vergleichst mit 1970, der letzte große Aufstieg von Pelé, fällt dir auf, was sind die großen Unterschiede? Das ist eine gute Frage. In 1958 war Pelé noch eine riesige Überraschung. Er war ein Junge, wir haben es schon gesagt. Und er war nicht der Und dann ist 2-1. För Brasilien. Och vem gör målet om inte Vava? Han är tvåmålsskytt. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Ja. Der schwedische Kommentar. Er hat schon verstanden. Ja, Pelé war noch eine Junge, war nicht der große Star der zebralinische Mannschaft an der Zeit. In 70 er wirklich wie Gott. Er ist 30. Und er spielt auch anders, würde ich sagen. In 58, er war wirklich der, in 70, er hat alles organisiert und gedacht. Und er war die ganze Mannschaft war um Pelé organisiert. In 58 natürlich ist er anders. Am Anfang hat Pelé nicht gespielt, wie Garrincha. So, die Figur in 58 war Pelé noch ein Versprechen. Gibt es eigentlich noch andere Formen der Fußballtechnik, die dich faszinieren? Also könntest du auch ein Buch über, oder sagen wir, den Catenaccio mal schreiben oder über den Fallrückzieher oder so? Oder? Ja, ich könnte schon, weil ich glaube, es hat mit der Geschichte zu Italien zu tun, zum Beispiel. Das finde ich interessant. Vor der Globalisierung des Fußballs. Was meint, warum haben die Italiener Catenaccio entdeckt und entwickelt? Was war die Philosophie dahinter? Was man aber schon sieht, jetzt auch in dieser Szene, also die Theatralität, die hat tatsächlich stark zugenommen. Also das ist nicht einfach ein Kulturpessimismus. Ich meine, es gab jetzt zweimal hohes Bein
Brasilianer wurde getroffen, aber es gibt da jetzt keine, also eine Karte gibt es, es scheint sowieso nie gezückt zu werden da in diesem Spiel, bis jetzt zumindest. Es gab keine Karte an der Zeit. Und es beklagt sich auch niemand jetzt, keine Vorwürfe, schon interessant. Es ist, an der Zeit war es noch ein Spiel oder ein Sport. Jetzt ist es viel anders. Mhm. Also du denkst, die Bedeutung, die auch dieses Spiel hatte, wurde eigentlich erst im Nachhinein projiziert darauf. Also man hat es in dem Moment gar noch nicht so gemerkt, wie wichtig dieses Spiel war. Ich meine, am Anfang haben wir ein bisschen gesprochen, wie wichtig war dieses Spiel für Brasilien. Und es ist interessant, auch wenn Fußball ein Symbol für eine Epoche, für ein Land ist. Und die Ende der 50er Jahre war extrem interessant in Brasilien. Es war wirklich für den Softpower von Brasilien. Mit der Bossa Nova, mit der Cinema Novo, mit der Architektur, mit Brasilia. Alles war in derselben Zeit. Es ist vielleicht ein Buch erzähle, die erste Bossa Nova Schallplatten wurde eine Woche nach der Finale zu verkaufen, für das erste Mal. So, es ist wirklich die Idee von ein cool Brazilian zu der Geburt dieser Idee von Brasilien. Und es ist so geblieben. Und das hat vor allem mit Fußball zu tun am Anfang. Aber da gibt es auch die Gefahr der Instrumentalisierung, also dass die Politik dann sich dieser Helden bedient. Aber es wurde immer instrumentalisiert. Von Marketing, von Nike, von allem heute. Ich meine, wenn Paris Saint-Germain wurde von den Kataris gekauft, ich meine, Messi, Neymar, Mbappé, alle arbeiten für Katar. Sie sind die beste Botschafter von Katar. Man vergisst, was Katar macht und wer sind die Katari und was sie suchen, wegen Messi, Neymar und Mbappé. So, das ist nicht neu. Und die Diktatur in Brasilien hat natürlich PD benutzt in den 60er, 70er Jahren. Die argentinische Diktatur hat die WM in 78 benutzt. Und vor dem Krieg natürlich Mussolini und Hitler und so weiter und so weiter. Auch Jacques Chirac in Frankreich in 98. Das ist, oder Macron. Macron hat nicht gut gespielt in 18. Aber ja, es ist keine Überraschung, aber es ist auch legitim, würde ich sagen. Es ist einfach. Mhm. Aber im Gegenteil, zum Beispiel hatte Peron Angst vor Fußball. Ich habe mich immer gefragt, warum kennen wir keine argentinischen Spieler der 50er Jahre oder 60er Jahre? Weil Argentinien zwischen 1950 und dieser WM, 58, hatte nie an einer WM teilgenommen. Weil Angst hatte, wenn Argentinien verliert, wird es ein Chaos in Argentinien. Wie in Brasilien nach der Niederlage gegen Uruguay in 50. Und so man sieht auch, wie wichtig schon der Fußball, vor allem in Südamerika. Es ist eine sehr junge Nation. Diese jungen Nationen haben sich entwickelt mit Fußball und wurden durch Fußball in der Welt kennengelernt. Ich meine, wer kennt Uruguay außer Fußball? Es gibt Leute, die uruguayische Schriftsteller gelesen haben oder die in Uruguay waren, aber sonst durchgehen, die beste Botschafter sind die Fußballer. Mhm. In Europa ist es anders. Die Kultur ist viel, viel älter, natürlich. Aber für Südamerika war es extrem, extrem wichtig im 20. Jahrhundert. Es bleibt so. Was ich mich auch frage, gewisse Spieler brennen sich ja ein, einfach in das kollektive Gedächtnis, Pelé, Garrincha,
Aber beispielsweise ein Vava, der jetzt bereits zwei Tore geschossen hat in diesem Match, den kennt man heute eigentlich nicht mehr, oder? Glaube ich Was nicht. sind das eigentlich für Mechanismen, dass man sich jetzt an einen Vava kaum noch erinnert? Aber ich glaube, jede 4 Jahre gibt es einen Vava. Sehr guter Spieler, wie zum Beispiel Toto Ja. Skilacci. Ich weiß nicht, Aha. wie alt du bist. Ein bisschen jünger als ich. 1990, ja. Okay, Genau. ja. Toto Skilacci war in einer Eld in Italien für ein paar Monate und dann ist das wieder verschwunden. Es gibt gute Spieler für WM, aber es ist wie Schriftsteller oder wie Künstler. Ein WM ist nicht genug. Du brauchst eine ganze Werk. Und Garrincha hat fast allein die WM in 62 gewonnen. Pelé natürlich war der Gold für fast 20 Jahre. Und es hat auch mit dem Leben diese Leute. Garrincha war sehr besonders, war auch sehr unglücklich. Pelé ist ja, der erste Fußballgott der Welt. Das ist ganz anders. Wahrscheinlich Technik besser. Also nicht nur mit Tor zu schießen, aber auch mit Technik und wie gesagt, mit der Personalität. Gibt es nicht auch die Gefahr der Überzuschreibung, also dass man Fußball überinterpretiert, dass man dann Dinge hineinliest und am Schluss ist ja doch nur Fußball? Das stimmt. Das stimmt. Vor allem, wenn wir über Gesellschaft reden. Aber ich meine, was ich probiere zu machen, es ist die Geschichte zu erzählen. So, ich habe eine Distanz. Was ist gefährlicher, finde ich, es ist die heutige Gesellschaft mit Fußball zu analysieren. Ich nehme immer diese Beispiel. Ich habe auch viel über französische Fußball geschrieben. In 98 haben wir von dieser Black-Blanc-Nation und das war total Bullshit, das war nichts, das war nur ein Traum. Ja. Es gab Leute, die an diese Legende glauben wollten und es gibt Leute, die für sie es war ein Albtraum. Aber es war nicht, aber was ist auch wichtig? Ich meine, die Fußballer von heute sind unglaubliche gute Sportler, extrem fit, sie sind Millionär, sie sind nicht normale Leute. An der Zeit, diese Mannschaften, diese Spieler waren wie andere junge Leute, würde ich sagen. Sie waren noch ein bisschen besser auf Fußball oder viel besser. Aber sie hatten ein normales Leben. Heute, wenn ich an Karim Benzema oder Paul Pogba oder Olivier Giroud oder Mbappé andenke, diese 4 junge Männer sprechen nur über diese Fußballwelt. Aber sie haben fast nicht mit Frankreich zu tun oder mit einem ganz normales Leben zu tun. Deshalb ist es sehr kompliziert. Und ich finde auch gefährlich, diese Vergleich zu machen oder die Gesellschaft zu erklären. Was ist interessant, finde ich, es ist die Migration in Europa zu erzählen mit Fußball. Das finde ich interessant. Wenn man anguckt, die französische Mannschaft vor 40 Jahren heute, er sagt alles, was ist passiert in Frankreich. Ich meine, diese Postkolonialgeschichte und so weiter. Aber auch Deutschland. Die Mannschaft von 2006 war noch sehr, sehr deutsch geprägt. Heute ist es eine ganz andere Mannschaft. Es ist eine ganz andere Geschichte. Oder die Mannschaft von der Schweiz. Oder die Mannschaft von Italien. Es zeigt auch, dass Italien keine Migration gehabt hat inzwischen. Das finde ich interessant. Man kann schon viel darüber schreiben. Aber gibt es dann eigentlich so eine versöhnende, Das ist der geniale Aktion wieder? er wird Gut, wir sind gleich bei der Hälfte.
resümieren, also ich meine, jetzt ist ja eigentlich noch alles drin, aber die Überlegenheit der Brasilianer, die ist schon frappant. Also ja. Die Schweden wirken auch schon ein bisschen müde, nicht? Und sie werden ja auch ständig überlaufen, oder? Sie sind gerade bei den Flügeln. Ja, sie rennen viel zu langsam, oder? Ja, ein gutes Zeichen. Aber was ich sagen wollte, durchgehen kann man über die Globalisierung heute. Früher könnte man über die Nationen schreiben mit Fußball. Mhm. Ja. Heute kann man vor allem über Globalisierung, Wirtschaft und Industrie und Macht darüber schreiben. Und das finde ich extrem interessant. Es ist viel weniger Romantik als früher, aber es bleibt extrem interessant. Und gibt es dann eigentlich die viel beschworene soziale Qualität des Fußballs im Sinne des Zusammenkommens verschiedener Milieus, verschiedener Herkünfte? Dass sich Leute treffen, die sich sonst nie treffen würden, scheint genau. Schon so, oder? Ja, es bleibt immer so. Vor allem für diese große Turnier wie der WM oder die EM. Die Leute vergessen fast alles. Sie standen zusammen. Ich bin ein riesiger Fan von Argentinien. Es ist wirklich mein beliebtes Land. Und Maradona erzählt die ganze Geschichte von Argentinien, der zweite Hand des 20. Jahrhunderts. Und was er geschafft hat mit Fußball und auch seine Schwäche sind interessant. Und aber Pelé ist schon ein riesiger Spaß, anzugucken, wie er gespielt hat. Und auch vor allem in dieser Finale seine Emotionen. Ich meine, er ist ein Kind und plötzlich ist er der König der Welt am 17. Das ist schon etwas, natürlich. Und wie früher gesagt, es ist der Anfang einer Epoche. Und das ist immer interessant, solche Anfänge anzugucken, zu erleben. Mhm. Das war auch eine sehr interessante Szene jetzt vorhin. Drei Brasilianer gegen einen Schweden. Genau. Er wusste gar nicht mehr, wie ihm geschah. Also man sieht auch, taktisch sind die Brasilianer auch weiter eigentlich. Also es war eine Art Pressing, das wir hier gesehen haben. Ja. Aber Pelé auch eine schwer fassbare Figur. Also Maradona, eine barocke Figur, eine Skandalnudel. Und Pelé allerdings eigentlich eine sehr nüchterne Figur, eine sehr rationale Figur. Ja, das ist ein Fußballprofi von unserer Zeit. Ja, genau. Ja, Hier auch wieder so eine Aktion von Garrincha, der einfach durchläuft, der sich gar keine Gedanken macht um seinen Gegenspieler. Gut, ist ja auch den Levi Strauss-Schüler Roberto da Matta, dieser Ethnologe des Dribblings, und ich zitiere ihn mal: Es ist sogar schon passiert, dass ein Verteidiger komplett den Ball vergessen hat und Garrincha hinterhergerannt ist, der seine Aufmerksamkeit so in Anspruch genommen hat, dass eine kognitive Dissonanz entstanden ist. Und diese kognitive Dissonanz, die scheint doch hier ab und zu auf, oder? Diese Überforderung von Axborn, vor allem auch in dieser Szene wieder hier. Genau. Gut, dass ich jetzt noch gut gerettet habe. Aber es wäre ein Gift. Und es hat auch mit dem Ruf zu tun. Garrincha hat gegen die Sowjetunion oder gegen Frankreich. Er hatte schon fantastische Spiele gehabt. Es war wirklich wie ein Gift für die Verteidiger. Weil er hat auch mit der Verteidiger gespielt. Also es hat damit Humiliation zu tun. Es ist noch etwas anders als nur ein Fußballspiel.
Es war nicht angenehm für eine für einen Spieler gegen Garrincha zu spielen. Aber hier hat wieder verpasst. Also ein sehr wichtiger Spieler, aber einer, der dann beispielsweise nicht getroffen hat, oder? Also er hat kein Tor jetzt in diesem Finale. Nee, die WM von Garrincha ist die WM in Chile, vier Jahre ja. später. Pelé war verletzt und Garrincha war die Schlüssel von Brasilien. Aber es gibt dann schon noch andere Typen in diesem Team. Ja, Didi zum Beispiel. Beispielsweise Zagallo, eine wichtige Figur. Ja, schätzt seine Bedeutung ein hier. Und Didi auch, ein ja. Top-Spieler, interessanter Spieler, sehr elegant. Und hier wieder Garrincha. Oxborn. Okay. Was interessant ist, dass die Brasilianer attacken und attacken noch. Sie warten nicht. Sie spielen. Sie schließen nicht den Spiel. Das ist auch anders als heute. Genau, man scheint so eine gewisse Naivität auch diesem Spiel anzumerken. Also man stürmt nach vorne, man will unbedingt das Tor schießen und das ist gar nicht so viel Abwägen und Resultatorientierung dabei bei diesem Spiel. Genau. Es ist wie Kinder im Schulhof spielen. Sie möchten ein Tor. Sie denken nur an Tor. Aber der große Unterschied mit dem Fußball von heute, dass es ist wirklich ein Spiel zwischen Abwehr und Torjäger. Es spielt fast nie in der Mitte. Und heute, das Spiel ist vor allem in der Mitte, diese Bewegung in der Mitte. Ja, ja. Es geht schnell von Strafraum zu Strafraum. Also vorhin eine kleine Aktion des schwedischen Garrincha, also ein Skoglund, der aber schon völlig ausgepowert ist und von dem man ja auch wusste, dass er eigentlich körperlich ziemlich limitiert war, der aber dann später auch als Musiker eine interessante Karriere machte. Der Manager von ABBA hat einen Song für ihn geschrieben. Und, also auch die Schweden haben ihre bunten Vögel zu dieser Zeit. Ja, es gibt kein Dreieckspiel wie heute. Heute ist es immer Dreieck und ein Dreieck und ein Dreieck. Die Spieler sind immer bei drei heute. Und hier, nein. Sie rennen sehr viel. Sie spielen, sie kämpfen und sie schießen. Ganz einfach. Ein ganz direktes Spiel. Zu direkt. In diesem Fall jetzt, ja. Genau. Mhm. Das andere große Team der 50er Jahre waren ja die Ungarn. Ja, natürlich. Hast du dich mit ihnen auch mal beschäftigt? Nicht besonders. Ich habe das Buch von Peter Esterházy gelesen. War wunderbar. Und die Geschichte dieser Mannschaft ist auch ein gutes Beispiel in diese Beziehung mit der Geschichte. Ich meine, die Geschichte hat diese Mannschaft zerstört mit der 56. Ja. Und sie waren extrem stark.
Aber diese danubische, diese Donau-Fußball war extrem stark. Bis der 70er Jahre. Diese Mitteleuropa-Fußball. Du meinst auch mit der Tschechoslowakei noch? Oder? In den 30er Jahre die Österreich und natürlich Ungarn. Mhm. Und dann natürlich auch die Deutschen, ja, die sich ja immer noch ein bisschen betrogen fühlen wegen dieses Halbfinales, das ja sehr hart gewesen war. Also, sie haben gegen Schweden gespielt, wie sie gegen die Ungarn vor 4 Jahren gespielt haben. Genau, kein großes Bedauern. Nein, extrem stark. Extrem stark. Mhm. Lustig, ich habe für den französischen Fernsehen die Halbfinale Frankreich gegen Deutschland in 82 angeguckt. Ich hatte es nie angeguckt. Wunderbar. Ein wunderbares Tor. Brasil! Genau, das 3:1. Das ist die Ende. Und das ist der Anfang der Epoche, von der wir geredet haben. In diesem Moment jetzt. Genau. Ist der es fängt an. Der Urknall. Genau, das ist ein WM-Finale, das ist ein Meisterwerk. Und es ist auch, Schweden wird nie zurückkommen, 3:1. Auch ein total lustiger Dokumentarfilm, ein Mockumentary über diese WM, die eigentlich eine Verschwörungstheorie erfindet. Schwedische WM? Über die WM 1958. Aha. Dass es diese WM gar nie gegeben hätte. Und das ist so ein Mockumentary, ein brillanter Kurzfilm von 20 Minuten. Kannst du mich den Link Dann schicke ich dir da noch. Ja. Gerne. Aber was ich finde schrecklich dieses Jahr, ich weiß nicht für dich, aber ich erwarte absolut nicht, wir sind 2 Wochen vor der WM und es ist, als ob es nicht war. Ja. Keine Euphorie noch. Ja, ja, da muss man halt die alten Klassiker schauen, wie wir das jetzt tun. Genau. Nein, ich werde auf YouTube gehen und nicht die WM angucken, glaube ich. Ah, sicher? Aha. Keine Ahnung, ich habe keine Lust. Ich habe keinen Bock. Hier eine wunderbare Aktion. Ja, das ist wirklich. Das ist natürlich das in Reihe. Ja, wunderbar. Genau. Aber denkst du nicht auch, wenn dann die Euphorie wieder aufkommt und das eigene Team die Vorrunde überstanden hat, dann schalten dann doch wieder alle ein. Dann werden die moralischen Skrupel ja, natürlich plötzlich weggeworfen. Wahrscheinlich. Ich wollte in Argentinien gehen für die WM. Das ist auch Sommer, aber ich werde es nicht. Ich muss meinen Roman schreiben. Aber das war die Idee am Anfang. Das hätte lustig gewesen, weil es ist auch Sommer. Es hat auch mit der Zeit zu tun. Es ist ganz anders, im Juni ein WM anzugucken mit Freunden und draußen und ein WM im Dezember, wenn die Nacht schon um 4 kommt und so weiter. Total, ja. Mhm. Selbe Geschichte. Weil wir haben von diesem Sozialaspekt des Fußballs und die WM war in Europa, okay, es ist ein sehr europäischer Ausgang, aber es hat immer eine riesige Rolle gespielt für Nationen. Im Sommer sich zu treffen, diese Spiele anzugucken, alle zusammen, auf der Terrasse, ganz draußen, das wird natürlich unmöglich im Dezember. Das ist so.
Die Schweden waren nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja, sie haben es auch nicht aufgegeben. Nee. Sie versuchen es weiterhin. Das ist Skoglund. Aber 3-1 an der Zeit war wie 1-0 heute. Ich meine, alles noch was nicht passieren. Es gibt viel mehr Tore als heute. Wir kennen die Ende der Geschichte, aber 3-1 war noch alles war noch offen. Was du ja auch schreibst, ist so, dass es eine leise Enttäuschung gibt gegenüber den brasilianischen Teams der 90er und der 2000er Jahre, obschon die ja sehr erfolgreich waren, ja, die nicht denselben Glanz wie diese Teams mit Pelé. Nein. Und später mit Sokrates. Genau. Ja, es war die zwei Niederlage in 82 und 86, das war die Ende einer Philosophie des Fußballs. Mhm. Also die Mannschaft in 82, 86, vor allem 82, war extrem, extrem stark. Mhm. Aber es gab auch Naivität, zum Beispiel das Spiel gegen Italien in 82. Die Brasilianer haben wie in 58 gespielt. Noch ein Torfußschießen und ja, diese Naivität. Und dann ist diese Naivität auch gegangen. Aber es war auch ab der Anfang der 90er Jahre, wurden fast alle brasilianischen Spieler in Europa wurden sie spielen. Und 10 Jahre vorher waren alle noch in Brasilien. So, das ist der Anfang dieser Globalisierung. Und natürlich wurde die Philosophie ganz anders sein. Ganz, ganz anders. Obwohl es gab fantastische Spieler. Ich meine, Ronaldo war, wow, was für ein Spieler. Vielleicht der beste Stürmer der Geschichte. Unglaublich. Unglaublich stark. Mhm. Und Ronaldinho war auch ein Phänomen, natürlich. Ja, ja. Aber wenn wir nochmal zurückdenken an dieses Superteam der 80er Jahre, da war ja auch ein gewisser politischer Idealismus dabei. Und wie siehst du das? Also, es gibt immer wieder diese Theorien, dass man auch eine progressive Ideologie, dass man das auch im Spiel ansehen könne. Ja, wie siehst du das? Ist das so eine Überinterpretation, von der wir auch schon gesprochen haben? Ja, ich meine, wenn wir Sokrates und Neymar vergleichen, es ist eine ganz, 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 ganz andere Welt. Und deshalb ist er mehr kompliziert für mich, den Enthusiasmus für diese brasilianische Mannschaft von heute zu haben. Sokrates war auch ein romantischer Figur, auch eine sehr traurige Figur. Er hat auch sehr viel getrunken, auch sehr unglücklich. Was für ein Fußballspieler. Und es hat auch, ich glaube, mit der Physik der Spieler, der Morphologie, ist es ganz anders heute. Wenn du an Falcao oder an Sokrates anguckst, sie waren wirklich mal diese Spieler. Sie waren wirklich Künstler. Ja, ja, ja. Heute sind alle Spieler so stark. Das ist unglaublich. Ich war bei der WM in Russland für Le Monde. Ich hatte eine Kolumne, jede 2-3 Tage. Und ich habe etwas, das war eine Erfahrung für die, ich war der Viertelfinale zwischen Kolumbien und England. Und ich war wirklich bei der Riesen. Und es geht so schnell. Und die Spieler sind so, so fit. Und es ist unglaublich. Es war unmöglich, ein Spieler wie zu gerade. Kurz ein Highlight des Spiels. Ja. Wunderbar. Berlinscher. Max Born tanzt, versucht mitzutanzen. 2, 1, 2. Es ist ein Tag.
Aber die, auch die Bewegung dabei, ist wirklich ein Tanz, es ist wie Samba. Und es kommt, alles kommt von der Capoeira. Alles diese... Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest noch von deiner Erfahrung in Russland erzählen, ja. Vom Turnier in Russland. Ich meine, es hat nur mit dem Fitness der Spieler zu tun. Ja, natürlich, Sokrates ist eine ganz andere Welt, eine ganz andere Kultur als Neymar zum Beispiel. Der Typ hat Bolsonaro geredet, damit er weniger Steuer in Brasilien erzählt. Das ist unglaublich. Aber eben, das ist ja auch eine Gefahr jetzt für deine Theorie, weil Neymar ist auch ein genialer Dribbler. Genau. Und aber er ist ein fantastischer Spieler. Aber er ist auch ein Symbol unserer Zeit. Inwiefern meinst du das jetzt? Opportunismus? Ich meine, ich glaube, man hat nie so gut Fußball gespielt wie heute. Weil Spieler so fit sind und so gut vorbereitet und so weiter. Aber es ist auch eine Industrie geworden, eine riesige Industrie. Es hat sehr, 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 sehr viel mit Geld zu tun und Status und alles. Und Neymar ist ein gutes Symbol, dieser Fußball von heute. Wie Sokrates ein Symbol seiner Zeit, 70er, Anfang der 80er Jahre, oder Garrincha der 50er Jahre. Das ist auch interessant. Es hat weniger mit Leidenschaft zu tun und Romantismus, aber es bleibt eine, Neymar bleibt eine interessante Figur unserer Epoche zu verstehen. Und welcher zeitgenössische Fußballer oder auch Fußballerin hat eigentlich noch etwas von diesem Anarchischen, das ein Garrincha gehabt hat? Gibt es da irgendwelche Figuren, die dich ein bisschen erinnern? Von heute? Du meinst, Vielleicht der Letzte, der mir irgendwie in den Sinn kommt, ist so ein Paul Gascoigne, oder? Das ist auch schon lange her, natürlich. 30 Jahre. Wenn ein Top Fußballer. Na, ich mag Cavani zum Beispiel, ist interessant. Cavani ist anders. Ich glaube, es hat mit seinen langen Haaren zu tun. Es gibt fast nicht mehr Fußballer mit langen Haaren. Sehr interessant, ja. Das ist ein philosophisches Leben für einen Fußballer, glaube ich. Und Cavani, oder was er zeigt, ich meine, er ist ein Naturfreund und noch ein Brasilien. Auch einer der Arbeiter eher in diesem Team, Sagallo. Der Trainer von 70 und von 94, eine sehr, sehr wichtige Figur des brasilianischen Fußballers, auch ein Mythos. Ganz anders als die Dribbler. Ja, vielleicht Cavani. Ich habe immer, ich hasse wirklich den Qatari PSG, es ist kein Fußballverein mehr. Aber als Cavani dort war, das war noch ein bisschen besser. Aber er hat sich nicht nie mit Ibrahimovic oder Neymar oder Mbappé gut verstanden. Er war anders. Ganz anders. Er ist schon alt, auch. Wunderbar. Ja. Der arme Skogl und jetzt sind Sie frei. Lässt auf den Kopf hängen jetzt. Jetzt haben Sie keine Angst mehr. Dann genau.
Es hat natürlich auch etwas Provozierendes, oder, wenn man so spielt mit dem Gegner. So. Vielleicht auch etwas Demütigendes. In dem Buch habe ich auch gelesen, dass die Brasilianer einen Zahnarzt dabei hatten. Wieso denn das? Wieso ein Zahnarzt? Das habe ich noch nie gehört. Warum nimmt man einen Zahnarzt mit? Die Spieler und die der Favela hatten sehr, sehr schlechte Zähne. Und Zähne sind natürlich extrem wichtig für die Gesundheit. Und deshalb ist ein Zahnarzt mit der Mannschaft gekommen. Und was ich auch in einem Buch gelesen habe, dem Masseur, dem wurden ja Hexenkünste zugespielt. Ja. Was muss man sich genau darunter verstehen? Es gibt diese Makumba, das hat mit der afrikanischen Herkunft von vielen Brasilianern. Aber auch in Argentinien, ne, muss ich sagen. So es ist, vor allem an der Zeit war es sehr, sehr wichtig, gegen Excel zu kämpfen. Weil es ist immer, es hat immer mit der Finale in 1950. Sie haben alles gemacht, sie haben alles vorbereitet, damit die Spieler wirklich in Topform und mit Psychologie und Zähne und keine Angst, damit sie nur an Fußball zu denken. Keine Frau, keine Exe, keine Angst, damit sie spielen, weil sie waren immer sehr, sehr gut am Spielen. Und es war eben die jüngste Mannschaft des ganzen Turniers und die Schweden waren die Ältesten. Also das ist auch in dieser Hinsicht ein sehr polarisiertes Spiel. Ja, es hat gesagt, es ist wirklich der Anfang einer Epoche für den Weltfußball. In einem Buch zitierst du ja sogar Nietzsche. Die leichten Füße gehören vielleicht selbst zum Begriff Gott. Kannst du das noch in Kontext setzen, was Nietzsche da genau gemeint hat? Was er gemeint hatte, keine Ahnung, aber ich dachte, das war super. Das war perfekt für meine Philosophie des Fußballs. Ich meine, und es hat in Argentinien angefangen, diese El Grafico-Geschichte. Am Anfang der 20er Jahre, so vor einem Jahrhundert, haben sie entschieden, diese Journalisten und Schriftsteller über Fußball zu schreiben, wie über Kunst oder über Literatur. Und das ist auch meine Idee von Fußball. Ich meine, zum Beispiel Maradona ist wie Rambo oder Caravaggio zum Beispiel. Das ist dieselbe Typ von Personalität. Und das finde ich interessant, ein bisschen alles zu mischen. So, ich nütze Nietzsche, wie ich nütze Pasolini oder Bossa Nova oder Levi Strauss oder Borges über Fußball zu schreiben. Ich finde es lustig. Pasolini sagt eben, brasilianischer Fußball sei reinste Poesie. Genau. Mit Dionysos und aber es ist ja nicht nur Poesie, es ist auch viel Arbeit, Taktik, Athletik. Ja. Also athletisch sind die Brasilianer absolut auf gleicher Höhe. Also sie lassen sich überhaupt nicht unterkriegen von den teils größeren Schweden. Das war das Problem der Argentinischen in 1958.
Ich habe nur über Spaß gedacht, aber es war auch ihre erste Tournee seit 38 gegen Peron. Und sie war nicht fit. Und dann ist der argentinische Fußball ganz anders geworden. Sehr, sehr, sehr schwere Fußball von Independientes und Bilardo zum Beispiel. Ich mag die Geschichte mit Bilardo. Ich weiß nicht, ob du den letzten Jahr auch über Argentinien gelesen hast. Aber dieser Stich zum Beispiel und diese Technik und diese Taktik, die wirklich die anderen Spieler zu verletzen, ist unglaublich. Mhm. Aber es ist auch die Geschichte von Argentinien in den 60er und den 70er Jahren mit dieser Gewalt. Es symbolisiert sehr, sehr viel. Eben, aber es scheint eigentlich wie das pure Gegenteil zum Fußball eines Garincha beispielsweise, oder? Das ist wie total polar. Ich habe nicht verstanden, was hast du gesagt? Mit Garincha? Diese physische, fast bedrohliche Art des Fußballspiels, ja, die du jetzt erwähnt hast, ist ja eigentlich wie das pure Gegenteil, oder? Eines dribbelnden Garincha. Das genau. Ist schon faszinierend. Genau. Linus, ich muss bald gehen. Ich glaube, Brasilien wird gewinnen. Das sieht danach aus. Wie viel Zeit hast du noch? Etwa 5, maximum 10 Minuten. Mhm. Ja, ich glaube, 10 Minuten. Dann, und jetzt gibt es 4-2. Nein, nicht. Ich wusste nicht, dass es gibt schon Puma Schuhen an der Zeit. Das sieht so aus. Das ist auch eine sehr seltsame Aktion. Ja. Ist doch ein Penalty, oder? Heute, das wurde ein Penalty. Aber er gibt der Freistoß gerade an der Strafraumgrenze. Nós aqui pedimos permissão para fazer uma nota. É que se encontram em Brasília ouvindo esta transmissão. O senhor presidente da República Brasileira, Dr. Juscelino Kubitschek. Ich meine, wenn man bedenkt, Pelé musste auch sehr viel einstecken. 62, 66. Und dann 70 wieder zurück. Ich meine, wenn es jetzt dieses erfolgreiche Comeback nicht gegeben hätte, wäre vielleicht sogar als tragische Figur vielleicht auch in die Geschichte eingegangen, oder? Des brasilianischen Fußballs. Ja, wahrscheinlich. 62, 66 waren sehr traurige WM für Pelé. Und am Anfang wollte er nicht an der WM in Mexiko zugehen. Aber dann hat er war noch extrem jung, er war 29 in der Zeit. Ich war ein Fußballer, auch ein Fußballer. Er konnte auch in Deutschland spielen, 74 zum Beispiel. Mhm. Mhm. Aber er war schon der König. Ja, aber was ist auch interessant mit Pelé, wenn wir an diesem Spiel angucken, ist wirklich ein Großvater Fußball, schwarz und weiß und 50er Jahre. Aber Pelé hat für 20 Jahre gespielt und er ist wirklich wie ein Streichen, ein Bindestreichen zwischen zwei Epochen von Fußball. Wir haben auch, es gibt natürlich den Sieg in Mexiko, aber auch die Bilder von Pelé in New York am Ende der 70er Jahre mit dem Kosmos.
Und dieser Bindestrich zwischen zwei Epochen finde ich auch interessant. Es zeigt auch, wie wichtig und wie lange die Karriere von Pelé war, wie groß er war. Garrincha, es ist wirklich ein Fußball, der nicht mehr existiert seit sehr, sehr lange. Pelé ist es ganz anders. Deshalb ist es auch sehr wichtig für die Geschichte von Fußball. So, du würdest sogar sagen, dass Pelé auch heute eigentlich eine Chance hätte als Profi? Ich glaube schon, ja. Ja. Er hatte alles. Er wurde anders vorbereitet, aber ja, er wurde extrem stark, glaube ich. Weil er hat sich schon wie ein Profi, ein 90er Profi sich vorbereitet. Im Gegenteil zu Garrincha zum Beispiel. Ja, ja. Ich meine, du bist der Franzose. Wenn du jetzt die große Epoche von Zinedine Zidane beispielsweise einordnen müsstest, ist das das gleiche Level wie Pelé und Garrincha und diese große Mannschaft? Es gab ja auch eine französische Epoche in dem Sinne. Ist die gleichbedeutend für dich oder gibt es da schon noch eine Abstufung? Ich glaube, es hat mit Generationen zu tun. Mein Elfer, Michel Platini. Mhm, okay. Ich war zu alt für Zidane. Zidane war ein fantastischer Spieler, aber es ist nicht dieselbe Emotionen, als du 8 oder 10 bist. Platini war schon auch ein Genie des Fußballs. Danach ist es ein bisschen anders geworden, aber über Fußballinstitutionen. Aber ja, Zidane, ich habe auch über Zidane geschrieben. Zidane erzählt auch die Globalisierung des Fußballs. Es ist eine sehr französische Geschichte am Anfang, auch mit Algerien und Marseille und so ist die Entwicklung diese nordafrikanische Geschichte von Frankreich zu tun. Und dann am Ende der 90er Jahre, nach der WM, ist er ein globalisierter Figur geworden. So dieser Übergang von Nationalfußball bis zu Internationalfußball, von national bis globalisierter Fußball, kann man auch schon mit Zidane diese Geschichte erzählen. Das finde ich interessant. Aber es ist nicht mit Emotionen ist das anders. Aber auch als Mensch war er anders. Er war immer sehr schüchtern, nie etwas gesagt, nie geredet. Das Gegenteil von Maradona zum Beispiel. War ein klassischer Spieler, natürlich. Extrem. Aber inwiefern hat sich dann das Frankreich der 80er Jahre im Fußball von Michel Platini und der damaligen Equipe gespiegelt? Es hat alles geändert. Vor Platini und außer diese 58 WM war Fußball nicht so wichtig in Frankreich, weil die Franzosen waren immer enttäuscht mit französischem Fußball. Es repräsentiert nicht die Idee von Frankreich, dass die Franzosen hatten von sich selbst. Deshalb zum Beispiel, Emmanuel Carrère ist ein guter Beispiel. Er ist ein guter Freund von mir, der Schriftsteller. Er ist in den 50er Jahre geboren. Und er hat mit mir sein erstes Fußballspiel in 16 angeguckt. Und er hat mir jetzt erzählt, als er ein Teenager oder 20 war in den 70er Jahren, niemand wurde von einem intellektuellen Milieu Fußball anguckt. Fast niemand. Weil es war immer eine riesige Enttäuschung. Und auch die Linke war sacht, war sehr gegen den Fußball, es war Opium des Volkes und so weiter. Mit der 80er Jahre ist dann sich alles geändert. Fußball ist in der Popkultur, der französische Popkultur, reingegangen. Es hat alles geändert. Und natürlich ist es sehr groß geworden nach 98. Aber es hat mit der 80er Jahre angefangen.
und hat sich gehalten bis heute. Also Frankreich ist jetzt auch eine Fußballnation wie Deutschland, Italien und England. Würdest du sagen? Es ist eine sehr starke Mannschaft, aber die Fußballkultur, nein, ist viel leichter als in Italien oder Deutschland oder England. Ah, sicher. Die, Die Franzosen mögen Fußball, wenn Frankreich gewinnt. Ich meine, die Bevölkerung. Es gibt natürlich Fußballfans. Aber sonst, es ist vor letztes Jahr. Es gab sehr, sehr viele Dinge über Fußball, bis der Spiel gegen der Schweiz. Achtung, wunderbar. Ja. Und das war der Schlusspunkt. Genau. Eigentlich der perfekte Schlusspunkt für dieses Spiel. Genau. Brasil 402 a Galo manda Pelé. Pelé recolhe pela ponta esquerda. E os brasileiros preparam-se. Und das Spiel ist vorbei. So. Ja, vielen Dank, Olivier. Das war sehr interessant, dass du, danke, dass du da mitgemacht hast. Ja, ich wünsche dir eine gute, hoffentlich doch irgendwie schöne WM. Danke, du auch.